Sie sind hier, 25. November 2018, Update um 12.45 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Claudia Pechstein geht auch mit 46 Jahren noch auf Zeitenjagd im Eisschnelllauf. Urheberrecht Getty Images. Update: Claudia Pechstein schafft es im japanischen Tomakomai über 3000 Meter in die Top 10, die Spitze ist jedoch weit entfernt. Nico Ihle macht es über 1000 Meter nicht besser. Top-10 Platzierungen in Serie, doch das Podest außer Reichweite, die deutschen Eisschnellläufer warten in der noch jungen Weltcup-Saison weiter auf die erste Medaille. Die zweite Station bot am Wochenende auf der Freiluftbahn im japanischen Tomakomai zwar eine willkommene Abwechslung zu den gewohnten Eishallen, erwies sich für das Gros der Athleten der deutschen Eisschnelllaufgemeinschaft, DESG, aber nicht als das erhofft gute Pflaster. Claudia Pechstein zumindest steigerte sich und lief über die 3000 Meter in die Top 10. Die fünfmalige Olympiasiegerin belegte auf ihrer Nebenstrecke in 4:18,927 Minuten den 9. Rang, den sie sich mit der zeitgleichen Niederländerin Reina Anema teilte. Der Sieg ging an die Kanadierin Isabelle Weidemann, 4:10,185. Für die 46-jährige Pechstein war es in der jungen Weltcup-Saison das bislang beste Resultat auf den klassischen Einzelstrecken. Zuletzt war sie 12. über 3000 Meter geworden. Ihle zweimal in Top 10. Sprinter Nico Ihle lief am Freitag als 8. über 500 Meter, 35,859 Sekunden, sowie am Sonntag als 9. über 1000 Meter, 1:12,192 Minuten, auf den Einzelstrecken zweimal unter die besten 10, verpasste aber eine Steigerung zum Weltcup-Auftakt am vergangenen Wochenende in Obihiro. Anders als Joelle Dufter in Zelt zeigte Ihle in Vanost aber eine insgesamt konstante Leistung. Dufter 1:13,710 kam nach dem guten 6. Platz beim Saisonstart mit den Gegebenheiten am Sonntag überhaupt nicht zurecht und enttäuschte beim Sieg des Niederländers Kjet Nuis 1:10,453 im 1000m-Rennen mit dem 18. Rang. Im Teamsprint liefen Ihle, Dufter und Hendrik Dombeek, München, in 1:25,950 Minuten auf Rang 5. Das Trio aus Russland siegte in 1:23,540 Minuten. Auf den Langstrecken lief auch Patrick Beckert an den Podestplätzen vorbei. Der Erfurter belegte über 5000 Meter in 6:39,771 Minuten den 8. Platz. Beckert war der einzige deutsche Starter in der R-Gruppe der besten Athleten. Es war alles knapp beieinander, ich war also auch nicht weit vom Podium entfernt. Da braucht man dann auch ein bisschen Glück mit dem Wetter, aber das wussten wir hier ja, sagte Beckert, deswegen war es ein gutes Rennen. Beim Weltcup-Auftakt hatte er das Podest als 4. über 5000 Meter um nur 200stelsekunden verpasst. Jetzt die Sport1-App herunterladen, von Sportinformationsdienst.